Salam alaikum, liebe Brüder und Schwestern im Islam und ein Hallo an alle Menschen, die die Wahrheit suchen. Es ist ein eindeutiges Faktum, dass die Evangelienschreiber immer versucht haben, die vorhergehenden Schriften auf Jesus zu münzen. Das heißt, die vorhergehenden Prophezeiungen auf Jesus zu münzen und die Erzählungen so auszurichten, damit sich die Prophezeiungen erfüllen. Das lag vor allen Dingen daran, dass man auch versucht hat, die Ablehnung Jesu als einen großen Fehler darzulegen, was ja sowieso ein großer Fehler war, aber indem man versucht hat, den Juden, die ihn ja abgelehnt haben, vorzuhalten, dass es der Messias ist, der in den alten Schriften prophezeit ist. Dabei hat man übertrieben. Man hat versucht, alles reinzubringen und alles auf Jesus zu münzen. Gleichzeitig kommt natürlich die irrsinnige Christentheologie noch dazu, die man dann auch versucht hat, natürlich im Evangelium unterzubringen. Ja, denn man muss ja auch das, was man erfindet, in den Büchern unterbringen, damit die Menschen auch daran glauben. Das ist die Irrlehre des heidnischen Christentums, das von Paulus geprägt wurde. Und eines der schlimmsten Lügen ist, natürlich klar, dass man sagt, Jesus sei Gott oder Gott gleich, obwohl Jesus ausdrücklich sagte, der Vater ist größer denn ich, der Vater ist größer denn alles, obwohl Jesus deutlich macht in vielen Beschreibungen, dass er selbstverständlich nicht die Allmacht von Gott hat. Er weiß nicht einmal, wann die Stunde kommt, also die letzte Stunde. Da sagt er eindeutig, dass er davon kein Wissen hat, davon habe nur der Vater im Himmel wissen. Er bedient sich des biblischen Begriffes Sohn und sagt auch deutlich, dass die Schrift, die Tradition der biblischen Schrift nicht gebrochen werden soll und die Diener Gottes bezeichnen sich in der Bibel oder werden in der Bibel als Söhne bezeichnet. So hat er auch das Recht, als solches sich zu bezeichnen. Und auch der Engel, der verkündet bei der Geburt Jesu, man wird ihn Sohn des Allerhöchsten nennen. Da steht nicht, er ist Sohn des Allerhöchsten. Ganz wichtiges Kriterium. Aber wie entlarvt man jetzt Lügen im Evangelium? Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. A, wenn irgendwelche Prophezeiungen dort gemacht werden, die sich nie erfüllt haben, dann ist es ganz klar nicht im Namen Gottes gesprochen. Kriterium 5. Buch Moses. Wenn sich das Wort eines Propheten, der behauptet, im Namen Gottes zu sprechen, nicht erfüllt, so ist es nicht im Namen Gottes gesprochen. Das heißt, diesen Propheten braucht man nicht zu fürchten, beziehungsweise hier, wir wissen, dass Jesus Prophet ist, sind diese Worte ihm in den Mund gelegt worden. Das ist das erste Kriterium. Zweitens, wenn es unlogisch ist und völlig mit dem Verstand konträr läuft. Und drittens, wenn es sich total widerspricht. Denn, das lernen wir aus dem Heiligen Koran, wenn sich etwas widerspricht, dann ist es ganz einfach ein Kriterium dafür, dass es nicht von Gott ist. Und der Punkt ist, dass also Christen sagen, Jesus sei der Richter. Und das beziehen sie unter anderem, aber verstärkt eben aus dem Johannesevangelium. Und dort heißt es, ja, wenn wir uns das mal dann hier ansehen, dort heißt es, der Sohn kann nichts von sich selber tun, sondern was er sieht, den Vater tun, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Der Satz ist schon sehr verkorkst. Der Vater aber hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut und wird ihm noch größere Werke zeigen, dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, also auch der Sohn macht lebendig, welche er will. Denn der Vater, und jetzt kommt's, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn gegeben. So ein ganz wichtiger Punkt, damit wir diese Lüge überführen, wenn wir uns diese Aussage genauer betrachten. Zunächst einmal hören wir, der Sohn kann nichts von sich selber tun. Also hier wird ganz klar die Trinität formiert, das Gottesbild, ja, wer was in dieser Trinität zu sagen und zu tun hat. Und angeblich hat Gott also das Gericht auf den Sohn delegiert. Und angeblich richtet der Gott niemanden. Der Vater richtet niemanden. Es steht, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn gegeben. Der Vater aber richtet niemand. Das widerspricht total dem Alten Testament, wo eindeutig drin steht, dass Gott der Richter ist. Jetzt heißt es, Gott ist nicht der Richter. Er richtet niemandem, sondern habe alles Gericht dem Sohn gegeben. Gut, dann lesen wir weiter.
auf dass sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Ja? Auf dass sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Ja? Einige Verse später sagt Jesus aber hier unten ganz eindeutig: Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ja? Ich nehme nicht Ehre von Menschen. Oben heißt es aber, dass er geehrt werden soll, der Sohn. Passt also auch nicht. Auf dass sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Aber Jesus sagt, ich nehme keine Ehre. Das ist ein Paradox, ja. Auf der einen Seite wird hier die Definition gestellt, man muss den Sohn ehren. Aber Jesus selber sagt, ich nehme keine Ehre. Das ist eine ganz klare Opposition. Und wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, dass die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören und die sie hören werden, die werden leben. Denn wie der Vater hat das Leben in ihm selber, so hat er dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in ihm selber. Und hat ihm Macht gegeben, auch das Gericht zu halten, darum, dass er des Menschensohn ist. Das ist aus der Prophezeiung Daniel, ja, der Menschensohn. Das heißt also, warum hat er ihm das Gericht gegeben, weil er der Menschensohn ist? Weil das der Definition aus der Prophezeiung Daniel entspricht. So muss man das verstehen. Ja? Also müsste das also heißen, Gott hat ihm jetzt das Gericht gegeben, ja, weil er der Menschensohn ist. Ja? Weil er die Prophezeiung aus Daniel erfüllen muss. Aber wir sehen gleich das Paradox noch etwas deutlicher. Verwundert euch das nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Das deckt sich mit der Daniel-Prophezeiung. Und viele so unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, etliche zum ewigen Leben und etliche zu ewiger Schmach und Schande. Das wird alles auf Jesus gemünzt, weil Jesus soll ja schließlich Gott, also muss alles auf ihn gemünzt werden, beziehungsweise es formiert sich schon die Trinität oder die Gottessohnschaft und damit die Göttlichkeit. Denn er muss ja irgendwo auch eine Daseinsberechtigung haben. Das wird jetzt hier im Evangelium von den Evangelienschreibern geschaffen. Die Daseinsberechtigung besteht jetzt darin, ja, Gott ist allmächtig, das können sie ja nicht widersprechen, konstruieren jetzt aber. Jetzt fangen sie an zu konstruieren, Gott richtet nicht, sondern er hat das Gericht dem Sohn gegeben. Damit ist der Sohn also der Richter. So, und jetzt kommt eigentlich die Farce. Denn dann heißt es in der wörtlichen Rede, ich kann nichts von mir selber tun, sagt Jesus. Wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist recht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern des Vaters Willen, der mich gesandt hat. Das heißt, er selber richtet gar nicht. Er kann nichts von sich selber tun und somit kann er auch gar nicht richten. Denn es heißt, wie ich höre, so richte ich. So, was ist das jetzt für eine Farce? Gott hat Jesus also jetzt das Gericht übergeben zu richten, aber er richtet gar nicht, sondern er richtet nur nach dem, was er von Gott hört. Ja, das heißt, das, was er von Gott hört, das richtet er. Dann ist er doch auch nicht Richter, sondern dann, wer ist Richter? Gott, der ihm ins Ohr legt, was er zu sagen hat. Also ist Gott der Richter und nicht Jesus. Jesus wäre also was? Nun Verkünder. Ein Verkünder ist kein Richter. Also passt es nicht. Denn ein Richter ist jemand, der aus sich heraus ein Urteil fällt. Ja, denn das heißt, ihm wurde alle Macht gegeben zu richten. Hat er aber nicht. Er sagt, ich kann nichts von mir selber tun. Er hat überhaupt gar keine Macht. Sondern, oben haben wir es auch schon gelesen, wie der Vater wirkt, so wirkt der Sohn. Das heißt, der Sohn macht dem Vater alles nach. Ja? Und dementsprechend richtet er gar nicht, sondern das, was der Vater ihm sagt, das richtet er. Also er kann nichts von sich selber aus tun und ist lediglich ein Sprachrohr. Damit ist er nicht Richter. Kann er nicht Richter sein? Kann er die Eigenschaft des Richters gar nicht haben? Denn nun stellen wir uns das mal vor, ja, Jesus wird hier als Richter dargestellt, dass er vor den Menschen steht und richtet, im jüngsten Gericht und überhaupt der Richter der Toten und der Lebendigen, aber er hört nur auf das, was Gott ihm sagt. Somit, wer ist der Richter? Gott, der Allmächtige, der Mächtiger ist, ja, weil der Sohn kann nichts von sich aus tun, ja, wenn wir jetzt den biblischen Titel Sohn jetzt nicht überstrapazieren, aber es ist nun mal der biblische Titel, der gewählt wird, ohne dass nun wirklich, was die Christen aber leider gemacht haben, das biologisch gesehen wird oder auch wirklich wörtlich genommen wird. Also der Diener Gottes kann nichts von sich aus tun. Gott ist der Allmächtige. Er gibt dem Diener, dem Sohn, angeblich alle Macht. Das heißt, die Macht kommt von ihm. Der Sohn hat die Macht nicht. Ja? Das heißt, Gott verleiht ihm diese Macht, aber er kann diese Macht nicht ausüben ohne Gottes Hilfe. Er ist hilflos. Wie kann er nun Richter sein, wenn er hilflos da steht und nur darauf angewiesen ist,
das, den Richterspruch von Gott zu hören, um diesen zu verkünden. Denn das sagt er, ich kann nichts von mir selber tun. Wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist Recht. Das heißt, das Gericht ist nicht Recht, weil ich richte, das sagt er ganz deutlich, sondern weil er das Gericht von Gott verkündet. Was er hört, das sagt er. Hier spricht Jesus natürlich und selbstverständlich nicht vom Jenseits, sondern das wird hier verquickt, falls ihr das gemerkt habt. Er spricht davon, was er in seiner Mission, als auf Erden ist, richtet, denn er hat ja die Gabe zu vergeben oder nicht zu vergeben. Das heißt, das ist sein Richterspruch, wenn er sagt, dir sei vergeben. Wie kommt das? Indem er das hört von Gott, den Befehl, demjenigen, diejenigen, die vor ihm steht, zu vergeben oder eben nicht. Das heißt, er sucht nicht seinen Willen. Er handelt nicht nach seinem Willen und kann auch nichts von sich selber aus tun. Das heißt, er kann nicht einmal von sich selber aus vergeben. Diese Fähigkeit hat er nicht. Sondern Gott sagt ihm und er hört und er befolgt. Das ist der Weg. Aber man hat das jetzt verquickt. Oben diesen ganzen Epilog von Johannes hat man verquickt, um mit der Daniel-Prophezeiung das wieder in Einheit zu bringen. Und daraus dann gesagt, dass Jesus am Tage des jüngsten Gerichtes derjenige ist, der richtet. Passt überhaupt nicht zusammen, denn Jesus erklärt seine Eigenschaft und Natur, diese wird übernommen. Also das heißt, Jesus spricht von sich aus, gibt also seine Eigenschaften wieder, wie er richtet, dass er nicht von sich aus richtet, sondern dass er Gottes Worte ausführt, die er hört und somit nicht richtet, sondern nur ein Sprachrohr Gottes ist. Und das hat man oben entsprechend auch eingebaut. Denn jetzt geht es ja hier um das Jenseits oder um die universale Geschichte, die darüber hinausgeht, nur seine Mission auf Erden, sondern es geht es um das Jenseits. Und was macht man? Man arbeitet das natürlich auch mit ein, dass der Sohn kann nichts von sich selber tun. Das hat man eingearbeitet, ja, in der Beschreibung der gesamten Natur Jenseits, das Gericht im Jenseits. Davon spricht Jesus hier unten gar nicht, sondern er redet von etwas anderem. Er redet hier: denn ich suche nicht meinen Willen, sondern des Vaters Willen, der mich gesandt hat. Das heißt, er redet von seiner Gesandtschaft. Jetzt ist er hier und wie er jetzt und hier in der Erde, auf der Erde handelt, wo er gekommen ist. Das geht also um die Gesandtschaft. Aber hier baut man das ein in die Universalbotschaft. Und dann sagt man, der Sohn kann nichts von sich selber tun, übernimmt das also. Sondern was er sieht, den Vater tun. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Ja? Der Vater hat aber den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut, und wird ihm noch größere Werke zeigen, dass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, also auch der Sohn macht lebendig, welche er will. Das stimmt nicht, denn Jesus sagt eindeutig, er kann nichts von sich aus tun und er sucht nicht seinen Willen. Das heißt, nicht wie er will, welche er will, passt überhaupt nicht, weil er sucht ja nicht seinen Willen, sondern er handelt im Namen Gottes. Das heißt, in seiner Gesandtschaft hat er Tote auferweckt mit der Erlaubnis von Gott. Von sich aus kann er gar nichts tun. Und dann, denn der Vater richtet niemand. Jetzt kommt die Frechheit. Jetzt versucht man nämlich genau die Blasphemie zu machen, nämlich Gott, den Richter, das wegzunehmen und auf Jesus zu münzen. Der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er den Sohn gegeben, auf dass sie alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Und jetzt kommt, was kommt jetzt? Es ist der Nebengott. Jetzt haben wir den Nebengott. Auf dass sie den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren, das ist der Nebengott. Das ist verboten gemäß dem ersten Gebot. Hier wird verstoßen gegen das erste Gebot. Das ist richtige Blasphemie. Das ist hier schlimmste Sünde. Das ist Schirk. Ja? Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Dagegen ist nichts zu sagen. Ja? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde nicht schon jetzt, dass die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören, und die sie hören werden, die werden leben. All dieses ist auf das Jenseits gemünzt, nichts anderes als eine Lüge, eine Blasphemie. Denn der Richter ist Gott. Und das ergibt sich auch. Jesus kann nichts von sich selber tun, also kann er nicht richten. Sondern er redet hier unten nur von seiner Gesandtschaft, und das hat man auf das Jenseits projiziert, auf den jenseitigen Richter, um der Daniel-Prophezeiung sozusagen gerecht zu werden. Und das ist die Blasphemie. Denn der einzige Richter am Tage des jüngsten Gerichts ist Gott allein. Niemand richtet denn Gott. So steht es im Alten Testament, und die Christen haben versucht, dies hier blasphemisch sozusagen darzulegen, dass alles Gericht Jesus übergeben wurde. Das ist eine blasphemische Lüge, ein Sakrileg und eine Sünde.